Die Hälfte aller Vitamin-D-Pillen und Tropfen werden von Ökotest als mangelhaft oder als ungenügend deklariert. Ich habe da aber mal genauer hingeschaut und für dich etwas Kurioses herausgefunden. Guten Morgen. Heute platzt die Bombe. Stiftung Ökotest bewertet manche Vitamin-D-Präparate als sehr gut, die ich als wesentlich schädlicher einschätze als die, die sie durchfallen haben lassen. Warum und weswegen, das erfährst du heute hier in diesem Video. Vitamin-D-Spiegel, das brauche ich dir nicht zu sagen, sind in Deutschland bei sehr vielen Menschen weit unter den offiziellen Blutwerten. Und wahrscheinlich nimmst du auch Vitamin D. Ich jedenfalls tue das. Stiftung Ökotest räumt jetzt auf und testet in der aktuellen Ausgabe ca. 20 Präparate. Darunter waren sowohl als Arzneimittel deklarierte, als auch als Nahrungsergänzungsmittel deklarierte Vitamin-D-Präparate. Welche Pillen solltest du nun einwerfen? Was sagt Ökotest? Für die ohne Geduld direkt die Hard Facts, die Produkte von Dicristol, Vigantol und Vitagamma. Das sind die besten laut Ökotest. Ich habe die euch alle unten verlinkt. Aber Vorsicht! Es lohnt sich bei meinen Videos meistens bis zum Ende dran zu bleiben. Es ist unfassbar, was sich dahinter verbirgt. Die Quintessenz des Testes ist, dass als Arzneimittel deklarierte Vitamin-D-Präparate alle mindestens gut abgeschlossen haben. Drei Sieger sind auch Arzneimittel. Und alle als Nahrungsergänzungsmittel deklarierte schlechter oder anders ausgedrückt 100% aller durchgefallenen Mittel, ungefähr die Hälfte, waren eine Nahrungsergänzung. Ja, nun könnte man meinen, ja, Arzneimittel sind eben von höherer Qualität, Samuel. Das weißt du doch. Das suggeriert uns ja auch die Gesellschaft. Das suggeriert uns auch die mit der Pharmaindustrie eng zusammenarbeitende Ärzteschaft. Das erscheint auch logisch. Arzneimittel besser als Nahrungsergänzungsmittel. Höhere Kriterien, keine Ahnung, schöne Apotheke. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, über die Überschrift hinwegzulesen, was jeder mal tun sollte, und mal die Inhaltsstoffe analysiert und die Begründungen, warum Vitamin-D-Präparate als ungenügend deklariert wurden in diesem Test und schlechter sind als die Arzneimittel. Ich habe die Inhaltsstoffe meines Vitamin-D-Präparates, was ich euch unten auch verlinkt habe, mit einem der Gewinner verglichen. In meinem sind als Trennmittel Pflanzenfasern, Magnesiumsalze und Siliziumoxid enthalten. Bin ich jetzt nicht begeistert davon? Okay, ist halt drin. Alles auf rein pflanzlicher Basis. Dazu eben der Wirkstoff Cholezalciferol. Das ist das Vitamin D3. So, nun habe ich geschaut, was ist denn in dem Gewinner Vitamin D3 enthalten? Der Wirkstoff Cholezalciferol ist ebenso enthalten. Hier auf tierischer Basis. Ich möchte mich jetzt nicht streiten. Aber wenn ich die Wahl zwischen pflanzlicher und tierischer Basis habe, entscheide ich mich persönlich für die pflanzliche Variante. Aber sei es drum. Das super duper Gewinnerprodukt hat dieselben Trennmittel wie mein Vitamin D. Okay. Aber dazu noch ein paar andere Dinge. Gelatine, wo auch seitens der Wissenschaft keine Sicherheit gegeben werden kann, dass BSE und Co. nicht enthalten ist. Von der ethischen Seite möchte ich hier gar nicht reden. Dann Partialglyceride, das ist ein Schmiermittel. Keine Ahnung, was man hier schmieren oder welchen Abfallstoff man hier entsorgen will. Denn es scheint auf jeden Fall auch ohne zu gehen. Es beweist ja mein Vitamin D und bestimmt auch noch ganz viele andere. Ich hatte das nur gerade da gehabt. Dann ein Gewinner. Ist noch Povidon K30 drin, wer kennt das nicht? Ein Desinfektionsmittel, was gegen Bindehautentzündung und ähnlichen eingesetzt wird. Warte mal, warum muss ich so einen Scheiß drin haben, wenn ich einfach nur Vitamin D haben will? Und warum zum Teufel bekommt das Produkt ein sehr gut von Ökotest und anderen Nahrungsergänzungen, die ähnlich wie mein Produkt diesen Unsinn nicht drin haben, rein pflanzlich sind, ein ungenügend und fallen durch beim Ökotest? Der Cocktail von Vitagamma beinhaltet dann noch mehr. Talkum, Saccharose, Großgamelose. Alles scheinbar ungefährlich. Aber warum? Warum? Es ist nicht notwendig. Warum nicht ein anderes Mittel? Die Lösung ist, dass Stiftung Ökotest konsequente aktuelle Studien und die Situation in Deutschland ignoriert. Ökotest sagt, die Nahrungsergänzungsmittel sind viel zu hoch dosiert. Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin, ne? Das wissen wir alle. Und wenn man da zu viel einnimmt, dann schädigt das auch die Leber. Ist ja völlig korrekt.
Aber daher steht auf meinem Vitamin D, welches 5600 internationale Einheiten hat, auch Wochendosis drauf. Und 800 internationale Einheiten ist die von der DGE empfohlene Tagesdosis. Das passt wunderbar. Und das ist auch das, was die empfohlenen Präparate haben. Die haben so 800 bis 1000, meist 1000. Aber nur weil auf der einen Packung Wochendosis draufsteht und man einmal die Woche eine Pille nimmt, ist das gefährlicher, als wenn man täglich eine Pille nimmt, wo 800 drin sind? Vor allem in den Siegerpackungen sind, wie gesagt, manchmal sogar 1000 internationale Einheiten drin, das auf die Woche noch mehr wäre als bei dem Produkt, was ich nehme. Oder gilt es vielleicht als gesund, dass man täglich eine Pille einwirft? Dass sich der Körper schon einmal an den Vorgang der Pilleneinnahme gewöhnen kann, dass man das als normal empfindet? Das bleibt das Geheimnis von Ökotest. Und ich verrate dir noch etwas. Ich habe meinen Vitamin-D-Spiegel testen lassen. Und zwar schon seit dreieinhalb Jahren. Und habe dann gemeinsam mit dem Arzt meine Erhaltungsdosis bestimmt. Und liegt diese bei 800 internationalen Einheiten täglich? Nein, die liegt bei 7000 internationalen Einheiten, die ich täglich nehme, um auf meinem Vitamin-D-Level zu bleiben. Ich kontrolliere das natürlich. Und das solltest du auch tun, immer wieder. Einfach Vitamin-D einwerfen und dann noch hochdosiert. Wie viele ja auch empfehlen, davon rate ich ab, testen lassen und dann Erhaltungsdosis bestimmen. Generell sollte man sie auch beim Jodexperiment nicht einfach wild mit hohen Dosierungen hantieren, sonst hat man dann auch mal schnell eine Autoimmunerkrankung. Auch wenn es nur Nahrungsergänzungsmittel sind, bitte vorsichtig. Ökotest watscht hier zur Freude der Apotheken und der Arzneimittelhersteller die Hersteller von Nahrungsergänzungen, die oft deutlich preiswerter sind, aus dem Grunde ab, dass sie mehr von dem Inhaltsstoff enthalten und weniger von den Füllstoffen. Dem Inhaltsstoff, dem Stoff, warum wir das Produkt ja auch kaufen. Und bewerte die Produkte, die irgendwelche Schmiermittel, Gelatine und Desinfektionsmedikamente enthalten, als positiv. Du weißt, ich halte gar nichts von Verschwörungstheorien. Und daher spreche ich einfach der Ökotest oder dem entsprechenden Autor einfach nur jegliche Fachkompetenz hier ab. Hier wird wissentlich oder unwissentlich Menschen ein gesundheitlich bedenklicheres Produkt empfohlen, nur weil man davon ausgeht, dass dieser Mensch, wenn er eine höhere Dosis kauft, der sich ja vorher informiert hat, warum er Vitamin D nimmt, nicht in der Lage ist, entsprechend das zu beachten. Ich weiß nicht, wie hoch deine Tagesdosis ist. Du kannst es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Aber selbst wenn man dann eine Tagesdosis von den am schlechtesten abgeschnittenen Medikamenten nimmt, wie Taxofit und Tetesept, die, glaube ich, bei 1500 internationalen Einheiten lagen, kenne ich keinen, der bei einer Dose in Deutschland einen gesunden Vitamin-D-Spiegel halten kann. Bitte teilt dieses Video unbedingt auf allen Plattformen, um andere Menschen vor diesen Ergebnissen zu warnen. Danke. Unfassbar.